herzlich willkommen zu Folge 72 des Headquarter-Formats. Diesmal bin ich hier kurz vor der Wüste am Ende der momentanen Kartstrecke und wollte hier heute weiterbauen. Und das mache ich mal heute. Ich muss nur noch mal gucken, weil ich habe überhaupt keine Ahnung mehr, was ich hier zuletzt gemacht habe. Und es ist jetzt auch eine kurzfristige Entscheidung gewesen, das hier so jetzt an der Stelle weiterzumachen. Weil ich habe ja in den letzten Folgen die Lavahöhlen gebaut und das Frostcenter und möchte jetzt natürlich weitermachen und... ich habe euch dran gekriegt, ist gar nicht Folge 62. Okay, mal weiter mit Folge 51. Oh, und bis gleich. Phil... Ah, Sea Lantern. Ah, da haben wir es schon. Okay, hier fehlen noch zwei. Zack, 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 zackalacka. So. Wieder die Ecke. Das sind fünf. So. Zwei, drei. Eins, zwei, drei, vier. Fünf. Und, ups. Dann kommen hier wieder diese komischen... Na! Tablettdinger hin. Hoch. Dann kommt da so. Ich kann auch hier hinten... Skull 1-3, blub, blub. Skull Ovner C418. Das ist der Komponist von dem Minecraft Soundtrack. Und HF Chest. So. Na komm, machen wir es einfach so. Und jetzt muss ich hier noch so und der Lit Furnace natürlich noch gut. Dann muss ich mir das hier noch überlegen mit den Tischen. Ich habe ja theoretisch noch hier drei mehr Platz. Also sechs. Das heißt auf jeden Fall zweier breite Tische. Ich will das hier erstmal provisorisch aus, bis mir einfällt, wie ich das lösen kann. Ah, vor allem... Na gut, hier gehe ich mal drauf zu, das ist ja sonst ein bisschen öde. Ich muss mir überhaupt noch überlegen... So, wie ich das dann alles noch besser optisch hinkriege. Das ist, glaube ich, der größte zusammenhängende Teppich. Und die... Ja, genau. Die Stühle mache ich mal genauso, aber dann mal hier mit grauen. Grau, grau, grau. Oh, shit. Ich hab's nicht zentrisch gemacht. Okay. Und hier muss ich unbedingt noch was dran ändern. Das ist blöd. Das ist blöd, das ist blöd, das ist blöd. Nimm mal wieder die Lit Furnaces, oder? Die haben hier so eine wunderbar anmutige Steinoberfläche. Zack. Zarab. Und genau, jetzt wollte ich die... Hallo? Ah, jetzt wollte ich die Stühle machen. So. So und so. Und dann kann man hier wieder die
Treppen draufstellen. Machen wir mal hier so einen Rahmen. So, so, so und so. Dann ein weiterer Rahmen oberhalb. Dann kommen hier die weiß-stained Glass Paints. Jetzt muss ich mal überlegen. Wenn ich jetzt hier das Ding ausfülle. Bin ich auf dem Stuhl? Ja, ich stand auf dem Stuhl. Und hier unten nochmal normale weiß-stained Glass Blöcke reinbaue. Ah, so ist besser. So ist besser. So. Und von hier oben kommt dann einfach so eine Aufhängung. Das heißt, da und da. Ich finde es ein bisschen komisch. Die Paints, die werden immer ein bisschen stärker von Licht durchdrungen. So. Zack, zack. Zack, 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 zack. Dann kommen hier die 3. Da 4. Da 4 und da die 3. Hauen wir hier die Säulen hin. So. Zack. Zack. Wunderbar. Okay, das sieht mir doch schon ein bisschen mehr nach chillige Lounge-Atmosphäre aus. Und ja, hier fehlt aber noch ein bisschen Grünzeug. Das heißt, ich werde hier wahrscheinlich irgendwie so Balken machen. Oder kann man hier irgendwie... Ah, das hasse ich immer, dass die sich so verbinden mit dem, mit den Gläsern. Manchmal ist es cool, aber manchmal geht es einem auch echt auf den Sack. So. Ja, mehr mache ich nicht, so. Aber da muss ich hier hinten auch gucken, auch Bilder aufhängen und all so ein Gedöns. Das kann weg, das kann weg, das kann weg. So, was mache ich hier drüber? Ich weiß gar nicht, wie lange nehme ich denn schon auf? 37 Minuten. Okay, ich glaube, ich... Ja, stoppe mal die Aufnahmesession hier und guck mal ein bisschen, wie ich das hier weiter einrichten kann. Jetzt zu diesem Zeitpunkt fällt mir nämlich nicht mehr direkt ein, wo man wie was machen könnte. Vor allem das Wie fällt mir jetzt ein bisschen schwer. Das ist immer so ein bisschen Trial and Error. Aber ich glaube, das wird mir auch gelingen. Und dann kann ich es vielleicht zeigen, wenn es fertig ist, kann ich davon ein Video machen. Und ja, freue mich dann auf das Video. Bis zum nächsten Mal. Ja, da bin ich wieder. Wahrscheinlich sogar in derselben Folge, also vergesst die Verabschiedung. Ich habe es nie gesagt. Niemals. Ihr könnt nichts beweisen. So, ich habe hier ein bisschen weiter die Regale und Einrichtungen reingezimmert. Und das möchte ich euch eben zeigen noch. Wir haben hier, wenn man mal runterguckt, diese dran montierten und zwischenmontierten Regale. Die werde ich von unten ein bisschen besser beschreiben und einsehen können. Zuallererst auf der rechten Seite hier ist dann auch ein längeres Regal auf der gesamten Wand. Fängt hier mit Büchern an, dann verbreitert es sich ein bisschen. Hier schön farbtechnisch geordnet, so ein paar Splash Potions. Und hier noch ein Aktenschrank in die Wand rein montiert. Und dann geht's hier links runter. Zuallererst aber hier auch noch an der Ecke schön für Beleuchtung mit den Lit Furnaces auch noch so ein Fenster reingebaut, dass man in diese Kochecke mal reingucken kann. Hier gibt's also hier vorne das eine Regal, kann man von hier aus besser mit Zeug beladen. Und das natürlich besser von hier beladen. Aber ganz cool zu sehen ist es dann auch von der Seite hier. Und an der Wand sind auch nochmal welche.
Nö, sieht doch ganz geil aus. Ich habe hier bei den Tischen übrigens die Öfen rausgenommen und einfach einen Wollblock drunter gepackt, sodass es in etwa so aussieht, als ob der Tisch auf dem Teppich noch steht. Genauso da drüben. Und hier bei den Tischen habe ich das dann halt so geregelt, dass ich die Lit Furnaces am Rand ja positioniert habe und darunter war dann halt eine Luftschicht. Den Boden habe ich dann halt mit Kies ausgelegt und da kann man dann halt irgendwelche Pflänzchen reinstellen, so wie ich es hier gemacht habe. Ja, was kommt dann? Hier ist auch noch so ein Regal, da muss ich noch mal schauen, was ich hier so reinpacken kann, weil irgendwann ist ja das Arsenal von Lego-Gegenständen ausgeschöpft. Da muss man mal gucken, ob man vielleicht irgendwelche Playheads da reinpackt. Aber man darf es ja auch nicht übertreiben. Hier an der Wand habe ich so eine kleine Mischung aus Beleuchtung durch Lava und Einblick in so eine Erdschicht, so einen Querschnitt durch die Erde reingepackt. Da habe ich natürlich per Hand noch ein paar Erze rein gesetzt, damit das ein bisschen besser aussieht. Und dann gibt es hier noch so einen schönen Raumteiler, wie ich finde. Der muss natürlich aber, damit er richtig zur Geltung kommt, gut ausgeleuchtet sein. Das heißt oben und unten mit Furnaces. Hier nochmal am Rand welche und natürlich noch hier hinten so zur Abwechslung noch normale Lampen und auch Dropper, damit die Seitenfläche hier mit den Lit Furnaces ja gleich ist. Gibt es auch hier nochmal Fenster. So. Um noch so ein paar wirklich gut zu erreichende Regale. Vor allem, wenn man das gießen muss. Hier ist die Jukebox hingekommen in die Ecke. Fand ich ganz passend. Dann, ja, gibt es hier noch so Kleinigkeiten wie die ganzen Säulen und so. Aber jetzt gerade frisch vor der Aufnahme hinzugekommen ist die Verkleidung für den Fluchtgeheimweg zum Helikopterplatz und der Helikopterlandeplatz selber ist auch nochmal hinzugekommen. Dazu will ich jetzt kommen. Das heißt, ja, vorneweg, das sieht einfach aus wie so ein Bücherregal natürlich. Jetzt natürlich wisst ihr, dass da jetzt ein Geheimgang hinter ist und dass natürlich eines der Knöpfe den öffnet. Ist ja irgendwie dann logisch. Nehmen wir mal das Ganze mal mit. Das heißt, hier öffnet sich kurz das Ganze und schließt sich. Und jetzt hat man ja eigentlich nur die Chance, noch nach oben zu kommen. Und ich hoffe, das funktioniert jetzt. Und ich bleibe nicht hier irgendwo hängen. Weil das ist mir schon mehrfach passiert, wo ich. Oh, okay. Naja. Okay, nochmal. Das passiert natürlich immer bei der Aufnahme. Ich weiß nicht, ob dadurch einige Ticks verloren gehen. Und der sozusagen sich dann überlegt. Okay, diesmal funktioniere ich nicht. So. An sich müsste jeder funktionieren, weil ja, nicht nur theoretisch, sondern praktisch wird jeder einzelne durch einen einzelnen Tripwire betätigt, jede einzelne Pisten und naja, ich werde immer gleich hochgeschleudert und erreiche immer dieselbe Geschwindigkeit. An sich dürfte es da keine Probleme geben. Und ja, hier bin ich auf den Helikopterlandeplatz. Und weil das natürlich jetzt hier überhaupt nicht mehr so geheim ist, gibt es natürlich auch einen offiziellen Weg. Das heißt, falls hier mal so ein Rettungshelikopter landen muss oder irgendein Geschäftsmann, der hier wohnt, per Privatheli hier abgesetzt wird. Ich kann da nochmal eben kurz zeigen. In der Nacht ist das Ganze so beleuchtet, weil das hier mit White Stained Glas gemacht worden ist und dann drunter sind dann natürlich auch Lichtquellen. Dann gibt es natürlich hier noch der Gang zum Helikopterlandeplatz. Und vor allem tagsüber kriegt man hier, wenn man in 183 ist, natürlich hier so ein Lichtschaden. Ja, hier ist dann halt so ein kleines Treppenhaus noch reingekommen. Und ich kann ja mal zeigen, wo man da rauskommt. Sup. Ja, hier oben. Und ich denke, damit ist die Besichtigung, glaube ich, fertig von dem Ding. Genau. Und deshalb
verabschiede ich mich diesmal für dieses Video. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch Spaß bereitet hat und Freude und Lebenslust und Motivation und sonst was, dann könnt ihr doch bitte ein Like da lassen oder ein Fav oder wie man das auch heutzutage nennt. Und ja, erzählt's weiter, eurer Oma und so. Ich glaube, den Gag habe ich schon mal gemacht, deshalb höre ich jetzt auf. Tschüss!